Willkommen bei der Spezialeinheit Ghost Recon und dem gleichnamigen Spiel von Red Storm Entertainment. In dieser Mission des Taktik-Shooters geht es auch gleich so richtig zur Sache. Wir sollen mit unseren Elite-Soldaten ein feindliches Dorf einnehmen. Dazu werden wir später noch Panzerunterstützung bekommen. Da wir aber leider nicht unerkannt im Einsatzgebiet gelandet sind, müssen wir uns, wie hier zu sehen, erst einmal heftigst verteidigen. In anderen Aufträgen hingegen ist eher vorsichtiges und geräuschloses Vorgehen gefragt. So zum Beispiel bei der Befreiung abgeschossener Piloten oder der Sprengung einer Brücke. Mittlerweile ist unser Einsatzkommando in der Nähe der Ortschaft angekommen. Über das Karteninterface haben wir unser Team Bravo an eine neue Position geschickt. Durch dieses einfach zu bedienende System können alle Entscheidungen direkt auf dem Schlachtfeld getroffen werden. Und das ist auch dringend nötig, denn die großen Außenareale haben einige Überraschungen parat, auf die es schnell zu reagieren gilt. Unser Bravo-Team ist auch schon in ein heftiges Feuergefecht verwickelt und wir übernehmen die Steuerung dieses Trupps. Denn in Ghost Recon können sie zwischen jeder beliebigen Position im Team wechseln. Hier sehen Sie übrigens gerade einen Feldwebel der Bundeswehr. Er ist nur einer der 12 Spezialcharaktere, die sie im Laufe der Kampagne erhalten können, um ihre Einheit zu verstärken. Mit einem Granatwerfer behaken wir eine mutmaßliche Stellung des Gegners im nächsten Gebäude. Die vom Computer übernommenen Kameraden schießen unterdessen Sperrfeuer und bekämpfen selbstständig andere Ziele. Da wir auf der anderen Straßenseite noch Feinde vermuten, schicken wir kurzerhand Team Alpha rüber. Die geraten jedoch sofort unter Beschuss und müssen zurück. Da hilft nur eins, schnell per Knopfdruck die Waffe wechseln und mit einem richtig schweren Kaliber für Ruhe sorgen. So, jetzt noch mit unserem MG-Schützen beherzt nachsetzen. Und das Dorf ist fest in unserer Hand.